Hallihallo miteinander. Ich habe bei Heidi F. auf dem Kanal was gesehen, was ich wirklich toll fand. Und dann habe ich mir gedacht, ich will das auch machen. Und setze das aber so um, wie das zu mir besser passt. Und zwar hat sie aus einem Bilderrahmen eine Lichterbox gemacht. Und die ist bei mir so geworden. Und ich finde das ja mal so toll. Und deswegen mache ich die jetzt mit euch zusammen. Diese Stanzschablone hier habe ich bei Amazon gekauft. Mach das mal hier an. Die habe ich bei Amazon gekauft. Ich verlinke euch die. Hat 5,99 Euro gekostet. Finde ich super süß. Lege ich mal hier hin. Geht es ja, blendet nicht. Dann habe ich natürlich aus dem Block von Action diesen hier. Habe ich mir, hier war das Papier auch davon. Und jetzt habe ich mir dieses hier ausgesucht. Aber ich zeige euch das mal kurz. Also das ist ja prädestiniert dafür. Guckt euch das an, wie toll diese ganzen Dinger hier sind. Und dieses habe ich genommen hierfür. Und wie gesagt, ich habe es bei Heidi gesehen. Ich mache mit euch jetzt auch ein Video dazu, weil ich das so toll finde. Ich habe dieses Blatt mir diesmal ausgesucht. Der Rahmen, bei uns gab es übrigens keine weißen, aber ich finde, das Schwarz passt auch zu dem, was ich mache. Sehr schön. Der hat 99 Cent gekostet. Sie hatten noch 17 Stück bei Action. Jetzt haben sie keine mehr. Ihr habt sie alle gekauft. Die Maße passen genau mit dem Papier. Den lege ich mal so rum hin. Ah, Idiot. Jetzt habe ich natürlich in der Lichterkette keine Batterien drin. Ich muss kurz Pause machen, bin gleich wieder da. So. Hier ist die Lichterkette, 20 LEDs. Die ist auch von Action. Ich habe mir über Amazon Lichterketten bestellt. Die verlinke ich euch auch mal unten. Die haben ein kleineres Fach hier, was ja besser ist, wenn man sie nach hinten ran machen kann. So, einmal ausmachen. Das habe ich nicht blenden hier. Wie gesagt, die Idee von Heidi musste ich natürlich gleich mal ausprobieren. Die macht ja mal wirklich tolle Sachen. Und ach, muss ich euch doch kurz mal zeigen. Ich bin gleich wieder mit meinen Händen da. Hier ist es nicht drin. Ich bin gleich wieder bei euch. Das gibt's doch nicht. Mensch. Ich habe sowas ja letztes Jahr auch schon gemacht. Allerdings habe ich das mit meinem Plotter gemacht. Und jetzt wollte ich euch das zeigen. Finde ich gar nicht. Zeige ich euch. Beim nächsten Mal gucke ich, wo ich es habe. Habe ich London gemacht. In einem großen Rahmen habe ich es geplottet. Und nachdem ich gesehen habe, dass man das ja auch im kleinen Stil machen kann, habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich das mal in kleineren Rahmen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und dann habe ich mir die hier schon ausgestanzt. Die Fee zweimal. Ich habe sie mit so einem silbrig glänzenden Karton hintergemacht, damit es quasi wie ein silberner Schatten ist. Finde ich irgendwie schön. Wie gesagt, ich verlinke euch diese. Die sind von Action, 99 Cent. Das Teil ist auch von Action. Batterien kriegt ihr auch von Action. Ich habe das jetzt, während ich gerade
die Batterien geholt habe, den schon mal sauber gemacht mit einem feuchten Tuch. Den, jetzt kleben wir den hier an. Und ich finde diese Standschablone so toll. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, genau die ist für mich passend. Kann natürlich auch Winterlandschaften machen, mache ich bestimmt auch noch, weil ich habe ja 17 Bilderrahmen. Und diese Standschablone, die ich benutzt habe, kostet wie gesagt 5,99 und 1,99 Versand. Dauert ein bisschen, weil die kommt irgendwie aus Asien vermutlich, ich weiß es nicht. Also als ich sie gekauft habe, war der Versand, also die war schneller hier bei mir. Aber wie gesagt, ich verlinke euch die. Die finde ich super, super niedlich. Und hier muss ich jetzt überall Kleber drauf machen. Und dann auch noch Silber. Also ich habe keine Ahnung, ob ich schon überall war. Ist jetzt nicht so dramatisch, weil da ja ein Glas drauf kommt. Und das deswegen auch schon fest ist. Aber es sollte trotzdem fest sein. Überall. Hier war ich schon, oder? Kleber drauf. Packen wir mal zur Seite. Und dann überlegen, dass sie hier schön in den Wolken schaukelt. Ich habe die extra schon aufgeklebt, bevor ich die Löcher reinmache, damit ich weiß, wo die sitzt. Jetzt mache ich mir hier einfach zwei Lappen, dann dieses Teil und dann pieksen wir hier mal überall noch zusätzlich ein paar Löcher hin. So sehe ich halt besser, wo ich noch kleine Löcher hin machen soll. Setzt die dahin, wo ihr möchtet. Also ich mache sie jetzt nicht so tief, weil man sieht sie ja trotzdem gut. So. Ich glaube, damit habe ich genügend Löcher. Dann drehen wir den um. Da ist er. Dann nehmen wir uns unser Tesafilm. Wie gesagt, es ist echt schnell gemacht. Und wenn ich nicht noch hätte rauslaufen müssen hinten in unsere Waschküche, um die Batterien zu holen, dann wäre es noch mal ein Ticken schneller gegangen. Jetzt kleben wir die hier hinten einfach mal überall fest. Wie gesagt, das von London, die Skyline von London, die ich gemacht habe, das waren 8 Lagen oder 9 Lagen, also echt groß. Die suche ich mal. Ich glaube nicht, dass ich sie nicht verschenkt. Ich konnte mich nicht trennen. Kennt ihr, oder? Dass ihr was macht und dann eigentlich sollte das jemand Bestimmtes kriegen und dann habe ich mich gar nicht getrennt. Und jetzt liegt es irgendwo in der Schublade. Was ja eigentlich auch doof ist. So. Dann hätte ich es eigentlich auch verschenken können. Dann hätte derjenige, der es eigentlich kriegen sollte, das vielleicht bei sich an der Wand zu hängen. Da hatte ich übrigens einen Riba-Rahmen von IKEA benutzt für, weil es wie gesagt so, ich glaube 25x25 oder so oder 30x30, also wirklich groß. Habe ich eine Weile dran gesessen, aber das habe ich wie gesagt mit meinem Plotter gemacht. Ich habe ja einen Cricut Maker und
damit habe ich das gemacht. Jetzt muss ich mal hier gucken. Einmal hier noch fixieren. Und dann hier. Und dann ist auch schon fast fertig. Dann kommt die hier rein. Machen Sie wieder zu. Und machen die kleinen Haken, aua, wieder drumherum. Und dann, ich kann euch leider nicht das Licht ausmachen, weil das ist nämlich auf der anderen Seite vom Raum. Haben wir hier die zweiten. Ich gehe mal rüber und mache mal Licht aus. Ich muss um meinen Schreibtisch rumlaufen, also um meinen Arbeitstisch. So, ich hoffe, ihr seht überhaupt noch was, weil jetzt muss ich erstmal hier wieder zurückgelaufen kommen. Hoffen, dass ich nirgends hinfliege. Ja, so richtig schön sieht man das jetzt nicht, ne? So auch nicht wirklich besser. Dann mache ich mal wenigstens hier Licht an. So. Aber so ein bisschen könnt ihr jetzt besser das sehen, ne? So. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Ich bin gespannt, wie euch meine Variante davon gefällt. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.